und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Borussia Dortmund Trainerkarriere. Die letzte Folge ist wieder richtig gut angekommen. Danke nochmal für den Support und auch an alle, die neu dazugekommen sind, an den Abonnenten. Wir sind jetzt, glaube ich, schon fast bei 50 Abonnenten oder so. Danke nochmal an jeden Einzelnen und ich würde sagen, wir starten direkt rein hier in die Folge. Wir schauen uns zu Beginn nochmal die Abstimmung an und zwar konntet ihr in der letzten Folge abstimmen, welchen Backup-Torwart wir uns holen sollten. Da wurden ja vor ein paar Folgen in den Kommentaren ein paar vorgeschlagen und zwischen denen konntet ihr auch in der letzten Folge entscheiden und ich würde sagen, wir schauen direkt drauf auf die Abstimmung und zwar werden wir uns jetzt direkt zum Beginn Blanco holen. Das müsste, glaube ich, der Torwart von Celta Vigo sein, hat, glaube ich, auch das beste Rating, müsste eigentlich vom Geld her möglich sein. Ich glaube, wir haben so 25 Millionen, also sollte das kein Problem sein, sollten wir ihn nicht bekommen, dann werden wir das Ganze mit Gazzaniga versuchen von Tottenham und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Transferverhandlungen. Ja, und wie ich da gerade sehe, werden wir gar nicht mehr verhandeln, denn er hat eine ziemlich geringe Freigabesumme und zwar 18 Millionen. Ich glaube echt, er hat ein 80er Plus Rating oder zumindest eine 80 und dafür sind 18 Millionen als ja, Freigabesumme echt billig und ja, da werden wir nicht länger rumverhandeln, werden wir uns hier direkt Blanco mit der Freigabesumme holen und gehen direkt rein in die Vertragsverhandlungen. So, und da wurde das Ganze auch angenommen, allerdings habe ich gerade beim Verhandeln gesehen, dass wir nicht 25 Millionen Transferbudget hatten, sondern nur 20. Das heißt ja, die 18 Millionen waren dann schon noch relativ knapp, aber ist sich zum Glück perfekt ausgegangen und damit haben wir unseren Backup-Torhüter auch geholt und haben uns damit alle Spieler verpflichtet, die ich eigentlich wollte. Und wenn wir hier auf Transferbudget jetzt nochmal schauen, dann haben wir jetzt hier einfach gar kein Geld mehr übrig, aber eigentlich optimal, denn wie gesagt, wir haben alle Spieler uns geholt. Besser kann das eigentlich nicht sein und von dem her checken wir nochmal schnell hier das Team ab. Wir haben uns natürlich Isco geholt, wir haben uns Taliafico als Linksverteidiger geholt und Sanchez als Innenverteidiger. Das hier von der Startelf, dann haben wir uns hier als Backup Isak geholt und ja, das war's dann glaube ich auch schon. Und natürlich jetzt in dieser Folge hier Blanco, der nur ein 76er Rating hat. Gut, da habe ich mich dann natürlich etwas vertan, aber egal. Der ist, glaube ich, erst 24, den könnten wir noch etwas trainieren. Und ja, solange sich Birki nicht verletzt, wird er auch nicht zum Spielen kommen. Aber ja, ich dachte echt, der hat ein 80er Rating oder so. Da habe ich mich jetzt echt vertan. Aber okay, geht, denke ich, in Ordnung. 76er Rating, ein bisschen wird er noch hochgehen. Wir werden ihn eh höchstens nur im Cup spielen, wenn überhaupt. Solange sich Birki nicht verletzt, werden wir sowieso, denke ich, mit Birki hauptsächlich spielen. Von dem her ist er sowieso nur Backup-Torwart. Das ist ja also unser Team. Und ja, das war es dann noch eigentlich schon von der Transferphase. Das werden wir jetzt gleich beenden. Zuvor müssen wir noch das Spiel gegen Union Berlin simulieren. Auswärtsmatch. Ich hoffe mal, dass das Ganze ein Sieg werden wird. Wir starten ja mit unserer ersten Elf natürlich ganz normal rein. Let's go, Auswärtsmatch. Und wir gewinnen mit 2 zu 0. Jawohl, Auswärtssieg ist am Start. Wie auch schon gegen Köln in der letzten Folge. Das haben wir ja gespielt und gewonnen mit 2 zu 1. Und hier dann ein 2 zu 0 Sieg. 9 Punkte sind am Start. Und jetzt, ja, das simulieren wir hier einfach jetzt herunter. Die letzten Transferstunden hier. Wir haben, wie gesagt, nichts mehr vor, hier irgendjemanden zu verkaufen oder einzukaufen. Und von dem her, ja, machen wir dann gleich weiter mit dem nächsten Bundesliga-Match. So, und da sind wir jetzt angelangt hier bei der letzten Stunde und ich würde sagen, wir schauen hier einfach nochmal auf die Top-Transfers, damit wir einfach mal so sehen, ja, was die anderen Vereine eben gemacht haben. Einfach hier nochmal die Top-Transfers abchecken und zwar Benzema ist hier zu Inter gewechselt, hier der Top-Transfer, dann hier Skriniar zu Manchester City, Umtiti zu den Bayern, den werden wir dann sicher auch in der Bundesliga sehen. Lacazette zu Valencia, Isco eben zum BVB, Di Maria zu Chelsea, Thiago ist von den Bayern weggewechselt, zurück zu Barca, Martial ist zu Real gewechselt, Depay zu Juve, Oyarzabal zu Arsenal und das waren, denke ich, auch die wichtigsten Transfers hier. Jetzt beenden wir hier das Ganze und simulieren dann zum nächsten Bundesliga-Match vor. Das wird gegen Leverkusen werden. Und zwar, ich glaube, ein Heimspiel müsste das normalerweise sein. Training machen wir auch nochmal. Und zwar habe ich hier 4 Trainingseinheiten erstellt. Und ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal die erste und ja, wechseln das Ganze dann einfach immer irgendwie ab. Wir trainieren Haaland, Zagadou, Hakimi und Isak. Geht hier vom Rating her aber leider niemand hoch auf die nächste Stufe. Aber trotzdem, eigentlich bin ich sehr zufrieden, wie sich die hier bisher weiterentwickeln. Haaland ja auch schon plus 2 oder plus 3 vielleicht sogar. So, und hier direkt das nächste Training, denn es ist ja gerade Länderspielpause. Das heißt, ja, da haben wir jetzt eine Woche Pause. Deshalb hier 2 Trainings direkt in Folge. Und ja, Valverde trainiere ich hier in dem Fall. Wolf habe ich auch einmal in einem Training drinnen. Den haben wir uns ja in der letzten Folge zurückgeholt, damit wir einfach nochmal ein Backup haben. Und ja, hier unten sehen wir die Tabelle. Leverkusen, Dortmund und
Bayern, bisher alle drei Spiele gewonnen und jetzt steht eben das Match gegen Leverkusen an. Das wird ja simuliert werden, denn wie ihr ja am Titel gesehen habt, werden wir in dieser Folge das Champions League Match gegen Barca spielen. Und ja, genau, was wir auch noch direkt machen können, die Abstimmung für die nächste Folge festlegen. Und zwar, das Match werden wir hier eben in dieser Folge spielen und dann hätten wir hier jetzt dann in der nächsten Folge einmal Frankfurt, das wäre wahrscheinlich ein Auswärtsspiel, das könnten wir spielen. Frankfurt, dann hätten wir Bremen, das ist ein Heimspiel, das werden wir sicher simulieren. Und dann hätten wir nochmal Champions League, das werden wir aber auch simulieren. Freiburg wäre dann auch auswärts, das heißt Freiburg oder Frankfurt, ich denke, das wäre eine gute Abstimmung. Oder wir packen hier Gladbach auch noch ein, Gladbach auch ein Heimspiel, das heißt, das werden wir simulieren. Sollten wir das Match gegen Freiburg spielen oder das Match gegen Frankfurt, beide sind Auswärtsmatches, stimmt einfach mal ab. Und in der übernächsten Folge gibt es dann wahrscheinlich das Champions League Match gegen Inter und jetzt simulieren wir das Ganze hier wieder die Top 11, würde ich sagen, gehen wir direkt wieder rein. Alle sind zum Glück hier noch fit, noch keine Verletzungen. Und das sollte doch eigentlich ein Sieg werden hier im Heimmatch. Und wir gewinnen, jawohl, 3:1 hier, gewinnen wir hier dieses Topspiel. Reus, Haaland und Brandt mit den Treffern. Und damit bleiben wir hier erstmal Tabellenführer. Und jetzt sehen wir hier schon, geht's los mit der Champions League. Das Match gegen Barca steht hier an. Wir werden auf jeden Fall mehrere Champions League Matches spielen. In der Realkarriere haben wir ja großteils simuliert. Aber hier haben wir natürlich eine richtig schwere Gruppe echt am Start mit Inter und Barca. Von dem her, ja, werden wir da auf jeden Fall mehr Matches spielen müssen, damit wir hier auf keinen Fall ja ausscheiden, weil wenn wir simulieren, ist das halt doch etwas riskant und deshalb machen wir direkt den ersten Spieltag, müsste ein Heimspiel gegen Barca, glaube ich, sein und ja, Sieg wäre natürlich schön, aber ein Unentschieden würde doch eigentlich auch klar gehen, denke ich mal, gegen Barca und zuerst machen wir noch das nächste Training, Isak, Haaland, Wolf, Valverde und Zagadou und ja, Isak auch schon gleich auf der 78 hoch, den habe ich mit einer 76 gekauft, also der geht auf jeden Fall auch gut voran. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in unser Match für diese Folge, Champions League gegen Barca. Wir hatten ja bisher schon einmal gegen die Bayern gespielt, das war bisher unser schwerstes Match, haben dort verloren. Gegen Köln haben wir in der letzten Folge eben gewonnen, bin ich mal gespannt und ich würde sagen, wir starten natürlich hier mit unserer besten 11 rein, alle sind hier fit, los geht's. So, und hier sehen wir auch schon die zwei Teams. Erstmals Champions League heute zum Glück, wie gesagt, alle fit bei uns. Bei Barca werden wir die Aufstellung auch gleich sehen, würde ich sagen. Das schauen wir uns auch nochmal schnell an. Und dann schauen wir einfach mal, wie schwer das dann wirklich werden wird. Ein Unentschieden würde auf jeden Fall schon auch in Ordnung gehen gegen Barca. Aber da es halt ein Heimspiel ist, wäre natürlich ein Sieg schon nice. Gegen die Bayern haben wir, wie gesagt, im Supercup ja verloren. Und von dem her bin ich mal gespannt, wie sich das hier gegen Barca spielen wird. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Die Aufstellung haben wir jetzt zwar nicht gesehen von Barca, aber egal. Das werden wir dann gleich im Laufe des Matches sehen. Und wir starten hier direkt mit Hakimi. Sehr stark über die Seite hier, über den Flügel. Da kommt der Pass rein. Und Isco kommt hier vielleicht nochmal an den Ball, leider nicht. Aber richtig guter Start hier. Erstmal Isco bleibt hier leider nicht im Ballbesitz. Und erstmal hier Barca. Jawohl, Sanchez sehr stark und auf Hakimi wieder und in die Mitte nochmal auf Reus, auf Haaland. Haaland und Haaland macht nicht das 1:0. Riesenmöglichkeit. Das hätte es eigentlich sein müssen. Sehr stark wirklich herausgespielt. Guter Abschluss auch, aber der Sting extrem starke Parade dann. Aber vielleicht ja der Eckball auf Taliafico, der kommt erstmal nicht ran. Nochmal raus hier, aber ich glaube, das wäre abseits gewesen. Aber zumindest mal ein guter Start hier in den ersten 5 Minuten. Riesenmöglichkeit von Haaland. Und da kommt erstmal Barca über Messi. Kommen wir nochmal ran. Sanchez kommt da leider nicht mehr ran. Und dann ist es der Abschluss und das 1:0 für Barca. Ich wollte da nochmal reingrätschen mit Sanchez. Aber dann war es leider schon zu spät. Ja, Hummels ist nicht der Schnellste. Da kam ich nicht mehr nach. Mit Sanchez wäre ich hier fast noch rangekommen. Wollte hier nochmal reingrätschen. Aber dann ist es ein guter Abschluss und das 1:0. Bürki kann auch nichts mehr machen. Hätte er vielleicht haben können. Schade. 1:0 Rückstand hier, nachdem wir eigentlich gut begonnen haben. Und direkt hier wieder über Sancho. Sehr stark gespielt. Sancho, kommen wir vielleicht vorbei. Sancho! Gut, aber zumindest hier direkt wieder ein nächster Angriff hier nach dem Rückstand. Wir sind auf jeden Fall gut drinnen hier im Match.
Jawohl, sehr stark vom Witzel und hier auf die andere Seite rüber. Oder hier auf Brandt. Wäre auch eine gute Möglichkeit. Let's go, Brandt. Gehen wir einfach nochmal. Brandt in die Mitte auf Witzel. Witzel mit dem Abschluss. Gibt's doch nicht. Nochmal hier, Hakimi. Gute Flanke. Brandt kommt hier leider nicht an den Ball. Auch kein Foulspiel. Aber richtig gute Möglichkeit hier wieder. Gibt's doch nicht. Der Stegen oder war der geblockt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging der irgendwie nicht ins Tor rein. Einfach so weitermachen. Let's go, Isco. Und wieder hier auf Sancho und Hakimi. Die zwei spielen hier echt richtig stark, aber das war kein guter Pass. Jawohl, guter Ballgewinn hier. Isco, und das muss ein Foulspiel sein. Let's go, spielen wir kurz ab auf Reus. Reus, einfach mal der Abschluss vielleicht. Der Stegen hält bisher alles. So, jetzt hier vielleicht Isco. Jawohl, Witzel und raus auf Brandt. Und der geht hier erstmal ein paar Meter. Brandt über die gesamte linke Seite hier. Und einfach mal hier vielleicht nochmal vorbei. Brandt, schade. Da hat sich aber auch niemand gut angeboten, um den Ball hier abzuspielen. Und dann sind wir jetzt wahrscheinlich gleich in der Halbzeit. Nachspielzeit ist um. Dann sind wir mit 1:0 in Rückstand, nachdem das eigentlich eine echt gute erste Halbzeit war. Teilweise ein paar ja echt blöde Ballverluste, aber grundsätzlich offensiv war das dann eigentlich echt gut. 4:2 Schüsse hier. Auf jeden Fall zwei riesengroße Möglichkeiten durch Haaland und Witzel. Schade, dass wir hier echt in Rückstand sind. Da haben wir einmal Messi zu viel Platz gelassen und schon waren wir hier in Rückstand. Aber wir haben ja noch eine ganze zweite Halbzeit und bekommen hier erstmal den Einwurf. So, Witzel und raus auf Brandt. Das gibt's doch nicht. Zu viele Fehlpässe hier am Start, auch in der ersten Halbzeit schon. So, Taliafico, neuer Angriff hier vielleicht. Vielleicht mal über die linke Seite, da kommt bisher etwas weniger. Brandt, ja, das sind dann einfach Pässe, die dürfen so nicht passieren. Zu viele Fehlpässe hier, auch schon in der ersten Halbzeit. Dann ist es das 2:0 hier. Ja, war wieder nicht gut verteidigt und dann irgendwie kommt er hier zum Abschluss. Zu viel Platz hier einfach. Und Suarez macht hier das 2:0 überhaupt nicht verdient eigentlich die Führung. Das wird jetzt extrem schwer. Jawohl, wieder starker Ballgewinn. Aber dann muss ich das auch mal zu Ende spielen hier. Sancho und auf Reus und auf Haaland hier vielleicht. Haaland in die Mitte und der Abschluss. Haaland nicht mit dem 2:1. Gut gemacht eigentlich. Wir werden dann wahrscheinlich auch gleich den ersten Wechsel machen. Guter Eckball hier. Hummels, jawohl. 2:1 nur noch. Schöner Eckball. Erstes Kopfballtor, beziehungsweise erstes Eckballtor hier. Und wir machen direkt weiter. 68. Minute. Zumindest hier noch das Unentschieden holen. Jetzt schauen wir hier mal, ob wir hier irgendwie wechseln können. Wir wechseln Isco aus. War nicht sein bestes Spiel. Und wir wechseln hier dafür Can ein. Weil Werde haben wir hier gar nicht auf der Bank. Aber egal. War schön gespielt. Und Sancho hat hier Platz auf der rechten Seite. Gehen wir einfach mal. Und jetzt hier irgendwie den Ball in die Mitte. Einfach mal die hohe Flanke. Let's go. Und da wartet Brandt. Schade. Nochmal hier in die Mitte. Witzel. Can und der Abschluss. Nicht das 2:2. Wir haben noch 8 Minuten. Es ist echt kein schlechtes Spiel von uns. Nächste Flanke hier vielleicht über Reus. Da haben wir leider zu lange gewartet. Wir haben nicht mehr lange Zeit, um hier noch den Ausgleich zu erzielen. Jawohl, da ist der Ball gewesen. So, über die Mitte hier, über Reus. Und jetzt müssen wir hier eigentlich den Ball irgendwie rausspielen. Oder noch weiter hier rein in die Mitte. Und auf Haaland. Und Haaland mit. Nicht den 2:2. Das gibt's doch nicht. So knapp hier vorbei. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann sind wir angelangt in der Nachspielzeit. Und wenn wir jetzt hier nicht mehr an den Ball kommen, ja, dann war's das hier. Jawohl, da ist der Ballgewinn. Can und Haaland ist aber auch nicht gut gestanden und dann war es das hier. 2:1. Nein, noch nicht aus, aber ja, wir werden hier wahrscheinlich nicht mehr an den Ball kommen.
Jetzt hier vielleicht nochmal Witzel. Und das war's dann. Ja, bekommen wir natürlich nicht mehr die Chance jetzt. 2:1 Niederlage dann zu Hause gegen Barca. Das war natürlich nicht der optimale Start. Hier sehen wir nochmal die Riesenmöglichkeit aus der 6. Minute von Haaland. Wir hatten richtig gute Möglichkeiten. Schade, dass es dann nicht gereicht hat. Hier nochmal die Chance von Haaland jetzt zum Schluss. Das war auch richtig gut gespielt eigentlich. Den muss ich dann halt machen. Defensiv kann man sich da auf jeden Fall steigern. Aber rein offensiv gesehen war das echt ein gutes Spiel eigentlich. Uns haben halt einfach nur die Tore gefehlt. Einmal knapp daneben, einmal hat der Stegen wieder gehalten und dann ist es am Ende ein Tor, was hier zum Unentschieden fehlt. Und das hätten wir uns auf jeden Fall verdient gehabt. Barca hatte eigentlich nicht viele Chancen und ja, in dem Moment haben wir einfach das Ganze nicht gut verteidigt und schon waren wir dann in Rückstand. Ja, kann man leider nichts machen hier. Kein guter Start rein in die Champions League, aber in 2 Folgen gibt es das nächste Champions League Match auswärts dann gegen Inter. Und in der nächsten Folge werden wir dann natürlich auch ein Champions League Match simulieren gegen Prag. Und das ja müssen wir auf jeden Fall gewinnen, werden wir aber denke ich auch. Und für die nächste Folge gibt es hier oben natürlich auch die Abstimmung, sollten wir gegen Frankfurt oder Freiburg spielen. Leider hier die 2. Niederlage, aber da kann man nichts machen. Ich würde mich trotzdem über ein Like oder ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Glocke könnt ihr auch gerne aktivieren, damit ihr nicht die nächste Folge verpasst, die am Mittwoch wahrscheinlich online kommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich dort wieder und bis dahin wieder schauen und reingehauen.